Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr seht, befinde ich mich hier im Außendienst. Ich bin nämlich gerade in einer Fahrschule. Nein, ich muss keine Nachschulung machen, sondern das ist hier eine Fahrschule, die bietet nämlich ihren Fahrschülern einen ganz besonderen Service. Die können nämlich auf einem Elektroauto Fahrstunden nehmen und auch ihre Prüfung machen. Und zwar nicht irgendein Elektroauto, nein, es ist ein Tesla Model 3. Und nein, es ist nicht nur eins, sie haben sogar zwei Tesla Model 3 seit kurzem. Und das interessiert mich natürlich, denn wir befinden uns ja gerade vom Wandel weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität. Und die jungen Leute, die jetzt noch keinen Führerschein haben und sich dafür interessieren und bald Fahrstunden nehmen wollen, die für die ist es natürlich wahnsinnig interessant, so eine Fahrschule mal kennenzulernen und auch für euch vielleicht mal zu sehen, was so eine Fahrschule an Herausforderungen lösen muss und welche Schwierigkeiten und welche Vorteile es vielleicht gibt. Deswegen bleibt dran, es wird ein spannendes Video. Ja, ich bin jetzt in der Fahrschule Meier in Lilienthal und neben mir sitzen Torben und Christoph Meier. Aber die Fahrschule heißt Rudi Meier, das heißt, ihr macht das schon mindestens in der zweiten Generation, oder? Ja, genau richtig. Unser Vater Rudi Meier hat die Fahrschule vor 40 Jahren gegründet und seitdem er gestorben ist, vor etwa 9 Jahren, haben wir das dann übernommen und führen die halt weiter, die Fahrschule. Und ihr habt jetzt was ganz Cooles gemacht. Ihr seid beide, glaube ich, Elektroauto-Enthusiasten und habt gedacht, ihr müsst jetzt hier in der Fahrschule auch ein Elektroauto für die Fahrschüler anbieten. Weil ihr habt zwei Teslas jetzt bei euch, Tesla Model 3, mit dem die Fahrschüler die Prüfung machen können. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, jetzt hier mit dem Elektroauto zu schulen? Ja, zum einen geht es halt darum, dass die Fahrschüler natürlich in der Fahrschule lernen, ein Auto zu fahren, die Führerscheinprüfung bestehen. Aber unter anderem geht es auch darum, dass sie aufs Leben vorbereitet werden. Und da gehört E-Mobilität halt ganz groß mit dazu. Tesla ist zurzeit der Autohersteller schlechthin. Die sind am weitesten fortgeschritten. Wir als Fahrschule haben uns immer vorgenommen, mit der Zeit zu gehen, modern zu sein. Und da passt Tesla zu unserer Fahrschule halt perfekt. Aber ihr fahrt die Autos dann auch privat oder habt ihr privat dann andere Autos? Ja, wir fahren die auch tatsächlich privat. Christoph auch? Nein. Natürlich, klar. Also denn natürlich macht es auch Spaß, so ein E-Auto zu fahren, das ist ganz klar. Und wir haben auch zu Hause, um das zu fördern, auch selbst eine Wallbox installiert, privat, dass wir zu Hause auch laden können. Und klar, und die, was natürlich attraktiv ist, ist natürlich auch die Versteuerungsgeschichte. Ne? Mit dem 1/4 bei E-Mobilität ist natürlich auch attraktiv. Ja. Da kommen wir auch gleich zu den Kosten. Wie ist denn das? Spart man als Fahrschule eigentlich Geld, wenn man mit einem Elektroauto schult? Ist das günstiger für euch? Also im Prinzip hört sich das ja immer brutal an. Wenn man hört, ach Mensch, die Fahrschule fährt mit dem Tesla, das hört sich erstmal so an, ach mein Gott, die haben es ja, das ist ja großartig. Aber wenn man das Ganze so durchkalkuliert, die Grundausstattung bei Tesla ist ja schon die Endausstattung bei vielen anderen Fahrzeugen. Dementsprechend ist es gar nicht so teuer. Stromkosten sind geringer als die Spritkosten, Steuervorteile. Und wenn man das alles so zusammennimmt, ist so ein Tesla gar nicht viel teurer als ein Verbrenner. Und ja, es ist auch ökologisch sinnvoll, das darf man halt nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Und ihr als Fahrschule legt ja am Tag auch viele Kilometer zurück mit den Autos. Und wie habt ihr das gelöst? Wie oft müsst ihr die Wagen am Tag laden? Und wo ladet ihr die überhaupt, wenn ihr das müsst jetzt? Also morgens, wenn die Schüler kommen, muss er ja voll sein. Ja, im Prinzip habe ich jetzt vor kurzem tatsächlich die Probe auf Exempel gemacht. Ich hatte den ganzen Tag Fahrstunden, Fahrlehrer dürfen 11 Fahrstunden, 495 Minuten am Tag fahren. Ich hatte den ganzen Tag Fahrstunden, ich war auf der Autobahn, ich war auf der Landstraße, habe insgesamt um die 350, 400 Kilometer, irgendwo dazwischen war ich. Hatte dann am Ende des Tages noch 100 Kilometer Reichweite, also es war gar kein Problem. Also diese Reichweiten-Thematik, selbst bei Fahrschulen, die Kiste läuft ja am Tag dann seine 495 Minuten mindestens, kein Thema. Und wenn man auch Pausen zwischendurch macht, innerhalb von kürzester Zeit hat man ja zu 80% geladen. Daher ist die Reichweiten-Thematik eigentlich gar kein Thema. Also du lädst dann zwischen den Fahrstunden nach, wenn es sein muss? Wenn es sein muss, ja, tatsächlich. Wir haben jetzt hier beispielsweise... Also unterwegs noch oder immer hier, oder?
zu Hause habe ich halt eine Wallbox, eine PV-Anlage auf dem Dach. Ja. Das reicht also, wenn ich da halt abends dann halt zwischenlade. Dann zwischendurch bin ich natürlich in der Fahrschule. Dann haben wir nebenan halt eine Ladestation. Dass ich jetzt zum Supercharger fahre, irgendwo, ich glaube, Brinkum ist der nächste, ist ein bisschen weit weg von hier. Das machen wir halt so nicht. Das hat sich noch nicht so ergeben. War auch nicht notwendig bisher. Und ich habe gesehen, ihr habt hier die Volksbank neben eurer Fahrschule, die eine Ladesäule haben. Und da steht gerade dein Model 3, Christoph. Ja. Und da ladet ihr dann immer oder ist das jetzt Zufall oder hat das auch mit eine Rolle gespielt, dass ihr schon eine Ladesäule neben der Fahrschule habt, dass ihr da auf jeden Fall immer laden könnt oder war das Zufall? Ja. Also wir haben die Fahrschule schon so ein bisschen nach ausgerichtet, wo das Zentrum der Ortschaft ist quasi. Die Banken und die Supermärkte bauen ja da ihre Geschäfte auf, wo natürlich viel los ist. Wir haben unsere Fahrschule quasi daneben gesetzt und haben den Vorteil, dass zum Beispiel unsere Banken ganz eng mit den Stadtwerken hier vor Ort zusammenarbeiten und die haben sich darauf geeinigt, dass quasi vor jeder Bank eine Ladesäule ist und dementsprechend haben wir immer die Möglichkeit, direkt neben der Fahrschule zu laden. Wir sind gerade dabei, auch noch eigene Boxen quasi zu installieren an der Fahrschule, weil es kann ja auch mal sein, dass die Ladestationen besetzt sind und wir laden müssen. Aber bisher läuft es sehr gut. Die sind meistens immer als eine Säule frei. Das heißt, bisher gab es noch keine Probleme. Und wenn ihr jetzt unterwegs ladet, habt ihr jetzt irgendwelche besonderen Ladekarten oder habt ihr hier mit der Bank irgendwie einen Tarif ausgemacht, wo ihr da kostengünstig laden könnt oder wie läuft das? Ja, da werden wahrscheinlich ein paar Leute neidisch sein. Die örtlichen Stadtwerke, hier Stadtwerk Großdeutsch-Scharmbeck, haben diese ganze E-Mobilität mit angetrieben vor Jahren schon und die bieten aktuell für die Firmen halt an, 15 Euro zahlen wir eine Flatrate-Karte und können so viel Strom pro Auto halt tanken im Monat, wie wir Lust haben. Ja, es gibt ja auch in Bremen die SWB-Stromtankkarte, die ich privat auch benutze und die hat sogar noch günstigeren Tarif und die wird aber demnächst nächstes Jahr auf kilowattstundenbasierte Abrechnung umgestellt. Ich denke mal, Osterholz wird das auch machen. Aber ich hoffe zumindest, dass es trotzdem noch günstig bleibt. Ja. Wie ist das eigentlich? Es gibt ja sehr wenig Fahrschulen, die Elektroautos haben und einer der Gründe war, was ich gehört habe, dass nicht jedes Elektroauto auch für Fahrschulen überhaupt geeignet ist, zugelassen ist. Ist das so oder ist das nur ein dummes Gerücht? Ist jedes Elektroauto prinzipiell als Fahrschulauto zugelassen? Gibt es irgendwelche TÜV-Vorschriften, die man erfüllen muss? Oder wie einfach war das jetzt für euch? Also Tesla ist gar kein Problem. Ist prüfungstauglich, braucht man nicht drüber diskutieren. Es gibt den Renault Zoe beispielsweise, da könnte man ein spezielles Gutachten anfertigen lassen, dann wird das Fahrzeug auch prüfungstauglich. Mhm. Also dass Fahrzeuge nicht prüfungstauglich sind, weil es ein E-Fahrzeug ist, das gibt es nicht. Es gibt gewisse Kriterien, was mit Kopffreiheit zu tun hat und auf der rechten Seite müssen zwei Türen sein und dann gibt es noch so andere Geschichten. Aber grundsätzlich ist es kein Thema. Und die Tesla muss auch ein Gutachten haben. Ja. Also das Gutachten brauchst du vorher oder ist das grundsätzlich dann für alle Teslas, wenn es einmal gemacht wurde? Ja, genau. Ja, leider ist es nicht so, dass man sagen kann, wenn eine Fahrschule einen Tesla quasi zur Prüfung zugelassen bekommen hat, dass es für alle Tesla gilt, sondern tatsächlich muss man mit der Nummer quasi sein Fahrzeug, jedes Gutachten muss neu erstellt werden für jeden einzelnen Tesla. Das macht dann der TÜV? Nee, kann sein, dass der TÜV es auch mal. Es gibt aber auch Unabhängige, die das anbieten, dass man quasi sein Auto dort vorstellt, der erstellt ein Gutachten vom Prinzip. Ist es aber wie bei jedem anderen Model 3, der bisher zugelassen wurde zur Prüfung, das Gleiche. Und bisher haben wir noch keine Probleme. Jedes Mal bei der Prüfung hat der Prüfer das abgesegnet, dass wir mit dem Fahrzeug die Prüfung fahren konnten. Ja. Und diese Umrüstung zum Fahrschulauto, ihr habt ja auch wahrscheinlich zwei Pedalsätze beim Fahrlehrer noch, um im Notfall eingreifen zu können. Man weiß ja nie, ne? Gerade ja. Beim Tesla, wenn die ein bisschen draufdrücken, sind die schnell über 50 in der Stadt. Wo wird das gemacht? Also gerade muss derjenige, der das macht, auch speziell irgendwie einen Hochvoltschein haben oder irgendwie sowas? Ja, also ich sag mal, vom Prinzip könnte es theoretisch jeder Kfz-Mechaniker. Die Pedalerie gibt es von Weigel, das ist ein großer Anbieter in Deutschland. Die bieten eigentlich für alle Fahrzeuge, die es halt auf dem Markt gibt, eigentlich Pedale an, auch für den Tesla. Die werden zwar noch extra angefertigt, aber die bieten das halt an. Diese Pedale kann man bestellen und man kann das quasi seinem vertrauten Kfz-Meister quasi in die Hand drücken und kann sagen, hier, bau das bitte ein. Grundsätzlich gibt es da keine Schwierigkeiten. Da muss durchgebohrt werden, da wird eine Stange durchgesetzt, das wird montiert und grundsätzlich gibt es da eigentlich keine Schwierigkeiten. Und warum ist es jetzt bei euch gerade ein Tesla geworden und ein Model 3? Hätte es nicht auch ein Nissan Leaf sein können oder ein Ioniq? Ja, es geht ja immer darum, quasi auch voranzugehen und das den neuesten Stand der Technik halt den Fahrschulen zur Verfügung zu stellen. Und Tesla ist nun mal zurzeit das Maß aller Dinge. Es passt zu der Fahrschule, es ist zukunftsweisend und wir wollen den Fahrschulen das ermöglichen, was zurzeit Stand der Technik ist. Und da ist Tesla halt führend. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Reichweite spielt auch immer noch eine Rolle und
die sind auch am coolsten, davon mal abgesehen. Ja, apropos cool. Ich meine, die Leute, die hier schult, sind ja in der Regel so 17 Jahre, 18 Jahre alt. Es gibt natürlich auch ein paar Ältere, die noch keinen Führerschein haben. Aber die Regel ist ja, dass man das mit 18 macht. Und wie kommt das so an bei den Fahrschülern, wenn ihr jetzt hier so einen ganz coolen Tesla da rumstehen habt? Und wollen die jetzt nicht alle eigentlich auf dem Tesla fahren? Ich warte noch auf den Tag, dass die Fahrschule mit Absicht durch die Prüfung fallen, damit sie noch länger Tesla fahren können, tatsächlich. aber ja, die sind da heiß drauf. Manche mehr, manche weniger. Manche haben eine Affinität zu Fahrzeugen, manche halt auch nicht. Aber das ist schon auffällig, dass die dann sagen, ja, ich möchte mal mit dem Auto fahren. Und es ist auch erstaunlich, wie schnell die damit klarkommen. Wir haben ja Erfahrungswerte, wie lange das dauert, dass ein Fahrschüler mit einem Schaltfahrzeug dann klarkommt. Und bei Tesla allein mit dieser einen Pedalgeschichte, dass man Gas gibt, Gas wegnimmt und die Kiste mit schneller wird, langsamer. Wo ich bei meiner ersten Fahrt erstmal 20 Meter vor der Ampel zu früh zum Stehen gekommen bin, sind die ratzfatz drinne, weil die ja noch nicht vorgeprägt sind. Sind noch nicht konditioniert auf irgendwelche Schaltfahrzeuge oder sonst irgendwas und dementsprechend kommen die super schnell damit klar. Und es ist leicht, es ist einfach und intuitiv auch von der Bedienung her. Also ihr seid ja jetzt im Prinzip dann diejenigen, die nächste Generation an Autofahrern vorkonditioniert, indem ihr die mit einem Elektroauto quasi durch die Prüfung schickt. Gibt es denn auch Vorbehalte vielleicht bei einigen Fahrschülern gegenüber Elektromobilität? Ich meine, die hören das vielleicht von ihren Eltern, die da negativ eingestellt sind. Stichwort Rohstoffe, Stichwort ist gar nicht umweltfreundlich oder diese Schrottkisten, sowas kommt mir nicht ins Haus. Man hört das ja alles auch. Auf meinem Kanal gibt es hin und wieder solche Kommentare unter meinen Videos. Gibt es da überhaupt irgendwelche Vorbehalte oder ist es durch die Bank nur Begeisterung? Also bei den jungen Leuten, da hält sich das Ganze in Grenzen. Also die sind halt noch nicht so vorgeprägt, die haben Bock, die verstehen das auch, dass das die Zukunft ist und haben wenig Vorbehalte. Und ihr als Fahrschule müsst ja wahrscheinlich auch den Fahrschülern ein bisschen was von der Technik vermitteln von so einem Auto. Also bei mir war es zumindest so, dann habe ich damals, das ist, ich weiß nicht, 30, 40 Jahre her, wo ich Führerschein gemacht habe. Nein, 40 nicht, so alt bin ich noch nicht. Aber ich wurde dann eingeführt in einen Verbrennungsmotor, in einen Vergaser. Und wie ist ein Motor aufgebaut? Und macht ihr sowas auch, dass ihr den Fahrschülern so ein Elektroauto auch von der Technik her ein bisschen näher bringt? Stichwort Batteriekapazitäten, Elektromotor und Lademöglichkeiten und sowas. Macht ihr das? Ja, also natürlich die Fragen im Fragebogen, die quasi in der Theorieprüfung drankommen, die sind ja auch ergänzt worden durch diese also E-Mobilität, dass da Fragen dazu kommen. Und klar, im Theorieunterricht sprechen wir das Thema an mit den E-Fahrzeugen, auch mit Ladegeschichten, wie zu laden ist. Das versuchen wir natürlich auch zu erklären, dass die Fahrschüler in der Fahrstunde auch das Laden sehen, wie das funktioniert, das Ganze. Und ja, sonst natürlich, wenn wir zur Prüfung gehen, müssen die Fahrschüler das Fahrzeug kennen. Der Prüfer kann gewisse Fragen stellen zum Fahrzeug. Und das war schon mal ganz witzig, da habe ich natürlich vorher auf dem Golf geschult, habe gesagt, mach mal die Motorhaube auf, kontrolliere mal Ölstand etc. Und dann sind wir zum Tesla, habe ich gesagt, mach mal Motorhaube auf, kontrolliere mal. Und war natürlich nichts vorhanden, war natürlich ganz witzig. Aber grundsätzlich werden die Fahrschüler ausgebildet, weil auch in der Prüfung müssen sie jede technische Funktion des Fahrzeugs kennen und bedienen können. Und dementsprechend gehen wir natürlich darauf ein. Und was sagen denn die Fahrprüfer eigentlich? Ich meine, die setzen sich ja normalerweise vermutlich in einen Verbrenner und jetzt kommt ihr und sagt, wir haben jetzt Fahrprüfung und dann setze ich mal in das Model 3. Was sagen die? Ja. Also ich sag mal, am Anfang war der Vorteil sehr, die waren sehr abgelenkt durch das Fahren. Also, die konnten sich kaum auf die Fahrschule konzentrieren, weil sie natürlich begeistert waren in dem Auto. Vor allem was die Beschleunigungskraft auch manchmal angeht. Ne? Wenn man Autobahn rauffährt, Kraftfahrstraßen, so, das auf dem Beschleunigungsstreifen, die sind natürlich erstmal sehr beeindruckt und so. Aber grundsätzlich auch der TÜV Nord prüft ja bei uns in Norddeutschland die Fahrschüler und die machen auch regelmäßig Weiterbildung, wo die auch schon auf dem Model 3 quasi gefahren sind. Die kennen das Fahrzeug schon teilweise und sind natürlich auch davon begeistert. Die wissen auch, dass es in die richtige Richtung geht. Manche sind noch ein bisschen schlüssig, kommt die Wasserstoffgeschichte, wird es nachher dann die E-Mobilität. Aber grundsätzlich sind die von dem Fahrzeug auch begeistert. Jetzt mal eine ganz komplizierte Frage. Habt ihr den Eindruck, dass Fahrschüler, die auf einem Elektroauto lernen, eher durch die Prüfung kommen? Oder ist die Quote höher oder kommen bei euch 100% immer beim ersten Mal durch die Prüfung? Also grundsätzlich ist es erstmal leichter, auf dem E-Fahrzeug die Prüfung zu machen, liegt aber an dieser Automatik-Thematik. Ne? Dementsprechend Gas geben, bremsen, das war es dann eigentlich schon. Schaltvorgänge fallen halt weg. Dementsprechend geht da nicht Gehirnschmalz verloren, weil man beim Abbiegen irgendwie vorher noch schalten muss und solche Geschichten. Dementsprechend ist die Quote da besser. Ja, das mag sein. Und man darf halt auch nicht vergessen, ab nächsten Jahr gibt es eine Änderung. Derzeit ist es ja so, wenn man auf dem Elektrofahrzeug, Automatikfahrzeug Prüfung macht, darf man nur Automatikfahrzeuge fahren. Genau. Das wird ja ab nächstes Jahr
Zeit dann geändert. Dementsprechend werden wir uns Ausbildung auch umstellen, dass wir noch intensiver auf E-Fahrzeugen dann am Schulen sind. Und ich verspreche mir schon davon, dass die Quote vielleicht noch besser wird, als jetzt ohnehin schon ist. Kannst du was zu eurem Fahrzeugpark insgesamt sagen? Ihr habt jetzt also 2 Elektroautos und wie viele andere Autos habt ihr noch im Fuhrpark? Also, weißt du es? Ja, schwer. Ich glaube, wir haben noch 7 normale Verbrenner und ja, LKWs dementsprechend, alles Dieselfahrzeuge, Motorräder, alles natürlich. Aber auch da, Motorrad sind wir auch schon dabei. Da gibt es ja mittlerweile auch schon wieder Fortschritte. Wir haben auch ein Automatikmotorrad, das alles so in diese Richtung geht. Aber wir sind natürlich grundsätzlich noch auf Verbrenner eingestellt, weil wir halt auf die Schaltthematik halt, ne, angewiesen sind. Es gibt ja demnächst auch E-Motorräder, oder gibt es jetzt ja schon, aber müsst ihr mal gucken, ob ihr dann vielleicht auch eins anschafft. Genau, ja, klar. Aber so nochmal die Frage, ist es denn so, dass die Schüler unter Umständen auch euch die Bude vielleicht einrennen, weil ihr jetzt einen Tesla habt? Das spricht sich ja auch rum bei den jungen Leuten, gerade wenn ich einen Führerschein habe. Wo warst du? Ja, bei Fahrschule Meier. Ich habe auf dem Model 3 gelernt, ey, das ist voll cool, da müsst ihr hin. Also ich habe das deswegen gefragt, weil zu meiner Zeit war das so, dass die Fahrschulen, die Mercedes hatten, die hatten viel mehr Zulauf als die, die nur irgendwie ein VW, was weiß ich, was es da gab. Damals gab es schon Golf, ja, einen Golf hatten. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass wenn eine Fahrschule mit einem Tesla schult oder mit Thema E-Mobilität angeht, dann weiß man ja schon, wie die Fahrschule tickt. Die wollen halt mit der Zeit gehen, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen ihren Fahrschülern halt die besten Grundlagen bilden, damit die vernünftig im Straßenverkehr klarkommen. Und dann ist es einfach nur ein Baustein von vielen, was ausdrückt, aha, das ist eine Fahrschule, die ist modern, die will vorwärts gehen, die will sich weiterentwickeln und da bin ich vernünftig auf die Zukunft vorbereitet. Ich denke mal, dass das nur ein Baustein sein kann, warum Fahrschüler dann zu uns halt kommen. Also ihr präsentiert euch hier als moderne, innovative, zukunftsgerichtete Fahrschule und ihr habt jetzt also 2 Elektroautos und 7 Verbrenner. Beabsichtigt ihr jetzt in nächster Zeit, die 7 Verbrenner noch weiter zu reduzieren oder wie sieht das in der Zukunft aus? Ja, definitiv. Also wenn nächstes Jahr die Gesetzesänderung kommt, dass dann die Fahrschüler quasi auf einem Automatikfahrzeug die Prüfung machen können und einen gewissen Anteil auf Schaltung machen, werden wir uns natürlich so aufstellen, den Fahrlehrern wird angeboten quasi, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch zu Hause zu laden, könnt ihr ein E-Fahrzeug haben. Überhaupt kein Problem, das würden wir anbieten. Wir müssten 2, 3 Verbrenner behalten, um diese Schaltung noch anbieten zu können, aber grundsätzlich würden wir den Fuhrpark natürlich gerne umstellen. Wenn es möglich ist und finanziell natürlich stemmbar ist, würden wir natürlich ganz gerne komplett auf E-Mobilität umstellen. So, ich befinde mich jetzt hier im Fahrsimulationsraum und werde jetzt hier mal versuchen, die Fahrprüfung abzulegen. Und ich wette mit euch, dass ich das versemmeln werde. Heute geht's um Vorfahrt. Okay. Genau genommen um die Grundregel rechts vor links. Ach du Scheiße, was war das nochmal? Sowas wie Abseits, ne? Und den Kreisverkehr. Und jetzt geht's los. Stell bitte deinen Sitz richtig ein und schnall dich an. Ach so. Ja, ja. Dann drückst du mit dem linken die Kupplung ganz durch. Es vibriert. Das ist ja richtig cool. Schau vor dem Losfahren, ob von hinten Verkehr kommt und blinke nach links, damit alle wissen, was du vorhast. Erster Gang. Genau. Kupplung zum Schleifpunkt. Boah. Du hast den falschen Gang eingelegt. Ey, wenn du einmal Tesla fährst, kannst du nicht mehr schalten. Du bist zum Kotzen. Dritt eingelegt. Okay, erster Gang. Richtig. Du hast die Kupplung nicht lange genug am Schleifpunkt. Das ist ein scheiß Auto. Erster Fahrer kann kein Auto mehr fahren. Bleib am besten. 50 in der 30-Zone. Wo bin ich? Wo ist mein Tacho? Ach, da. Ich sehe den nicht. Das Lenkrad ist davor. Hier rechts, ne? Wo ist die Bremse? Oh, der ist ja schwierig. Der Simulator ist anders als ein echtes Auto, das sage ich euch. Du hast die Kupplung nicht lange genug am Schleifpunkt gehalten. Ich bin durchgefallen, Leute. Mit Pauken und Trompeten. Ich kenne gute Fahrschule. Ihr habt es jetzt also durchgezogen, ihr habt angefangen auf Elektromobilität umzustellen, aber wie gesagt, ihr seid nur eine von ganz wenigen Fahrschulen in Deutschland. Es gibt so, glaube ich, 5%, habe ich gelesen, die bis jetzt Elektrofahrzeuge als Schulungsfahrzeuge anbieten. Was sagt ihr denn denjenigen, den 95% an euren Kollegen oder Kolleginnen, die das noch nicht gemacht haben, was könnt ihr denen raten oder empfehlen oder die Angst nehmen, dass die auch diesen Schritt wagen? Also grundsätzlich bin ich immer der Meinung, man soll Dinge ausprobieren. Es gibt ja schon Fahrschulen, die das machen, so wie wir. Wir haben positive Erfahrungen gemacht. Es funktioniert. Ich halte es halt, was das Betriebswirtschaftliche angeht, halt für sinnvoll. Ich halte es aber für, was ich vorhin schon sagte, ökologisch auch für sinnvoll, das zu machen. Und man muss einfach mal neue Wege beschreiten und
ja, wir haben auch in der Verantwortung, die Bevölkerung darauf vorzubereiten, dass diese E-Mobilität halt in Kraft tritt. Und dementsprechend kann ich den Fahrschulen nur empfehlen, machen, ausprobieren, es funktioniert. Und viele Fahrschulen haben jetzt den Vorteil tatsächlich, es gibt ja schon Vorreiter, die können sich das abgucken, können sich das anschauen und sagen, ja, alles klar, da hat es auch funktioniert, dann wird es bei mir auch funktionieren tatsächlich. Ja, Torben und Christoph Meyer, das war sehr interessant für mich. Ich hoffe, meine Zuschauer haben auch ein bisschen was gelernt, erfahren. Und die jetzt gerade dabei sind, einen Führerschein zu machen, können sich natürlich überlegen, ob sie sich eine Fahrschule raussuchen, die Elektroautos haben. Es gibt auch eine Webseite, wo übrigens Fahrschulen in Deutschland verzeichnet sind, die Elektroautos haben. Da seid ihr noch nicht drauf. Den Link schicke ich euch gleich noch. Ich verlinke das auch in der Infobox hier unten, diese Webseite. Und Christoph und Torben, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, dass ihr mich hier empfangen habt. Und ich wünsche euch natürlich allzeit gute Fahrt und viele Fahrschüler und dass ihr möglichst bald komplett auf Elektro umstellt. Ja, danke, dass du hier warst und dass du ein Interesse an uns hattest. Genau, na, vielen Dank. Ja, dafür nicht. Dafür ist mein Kanal da. Und ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und natürlich meinen Kanal abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu drücken. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.